Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jenseits von Eden 2 Box von Automatik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jenseits von Eden 2 von Automatik. Es ist der Nachfolger von Jenseits von Eden. Jenseits von Eden im Jahr 2008 erschienen und dann 6 Jahre später im Jahr 2014 kam dieses gute Stück raus, Jenseits von Eden 2. Dieses auch das als Box-Release eben erschienen, im Gegensatz zum ersten Teil. Und wir sehen hier, wir haben es zu tun mit einer kleineren, ja, fast quadratischen Box. Automatik Jenseits von Eden 2 lesen wir hier und dann haben wir noch hier zwei mächtige Arme, zwei Hände, die hier Hanteln in die Luft stemmen. Gefällt mir von der Grafik her richtig gut. Das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Ansonsten die Seiten glattschwarz. Auf der oberen Seite lesen wir noch Automatik, den Schriftzug. Und auf der Rückseite haben wir die Info, was sich in der Box befindet. 2 CD Premium Edition, Schweißband, Kette plus Anhänger, Trainingsheftchen und 2 Autogrammkarten, die Credits und ein Barcode. Okay, es ist so eine reguläre Clubbox, wie sie in dieser Größe oft vorkommen, also kleine Clubbox. Wir haben hier das Schweißband, den Anhänger, also die Halskette, das Trainingsheftchen, die 2 Autogrammkarten. Und natürlich das Album. Box von innen blank schwarz. Gehen wir mal zur Seite. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Automatik Jenseits von Eden 2 Premium Edition lesen wir hier. Und ja, es sieht so aus wie so ein postapokalyptisches Szenario. Also als wäre hier irgendwie die Welt mehr oder weniger untergegangen oder die Zivilisation nicht mehr wirklich vorhanden, wie nach einem Atomkrieg sieht das hier aus. Und wir sehen hier die beiden Jungs von Automatik, Attila und Rocco. Auf der Rückseite ebenfalls wieder dieses Endzeit-Szenario, diese Kulisse. Und die beiden ziehen hier durch die Stadt oder durch die Ruinen. Wir haben hier 2 Automatikfahnen in Rot und Weiß. Da scheint scheinbar ein, zwei versprengte Gegner zu kommen, oder ja, potenzielle Angreifer. Und dann haben wir hier die Tracklist. Also, wir haben 19 Tracks an der Zahl, inklusive Instrumental CD. Wir haben einige Features. Wir haben Features von Kurdo und Massiv, Chelo und Abdi, Sarah N, Echo Fresh, Jasko, Arkes. Und das ist besonders spannend, der letzte Track, Killer Colombo, hat 39 Rapper als Feature, diese leider hier jetzt nicht im Detail aufgeführt. Und die Instrumental-CD. Die Tracks, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben sind, also meine Favoriten sind der Track 110 und Pump die Handelbank 2. Wir werden mal kurz einen Blick in das Booklet werfen. Also, was haben wir hier? Hier haben wir die Social-Media-Auftritte, Facebook, Twitter und Instagram von Automatik. Dann haben wir hier Booking-Anfragen, die Internetadresse und E-Mail-Adresse. Dann haben wir hier Attila. Dann haben wir hier die 19 Tracks aufgelistet, inklusive der Features und wer wofür beteiligt oder wofür verantwortlich ist. Und hier haben wir es dann aufgelistet, wer die 39 Rapper der Killer-Kollabo sind. Also, jede Menge Features, unter anderem Crackevelli, Arkes, John Weber, wen haben wir noch? Rako, Blockmonster, also wirklich jede Menge, Olexesh, jede Menge Features. Dann haben wir hier die Infos, welcher Rapper auf dem Album ist, beziehungsweise wer hier die Rechte verwaltet. Eine Danksagung, relativ kurz.
Wir widmen dieses Album unserer Familie und unseren Fans. Danke für den langjährigen Support, Attila und Rocco. Haben wir hier noch Rocco. Und hier nochmal das Cover. Könnte man natürlich hier als Wendecover verwenden, je nachdem. Ich werde jetzt dieses hier beibehalten. Die Album-CD sieht folgendermaßen aus, jenseits von Eden 2. So ein Sandwolke, Sturm, Sandsturm, so eine riesen dunkle Wolke. Und dann haben wir noch eine zweite CD, jenseits von Eden 2, die Instrumentals. Selbes Motiv, allerdings hier die Wolke ein bisschen rötlich, purpurfarben. Hier ist blank schwarz. Und dann haben wir hier noch die Info. Was steht hier hinten drauf? Müssen wir mal fokussieren. Das ist immer die Sache, wenn da was im Hintergrund liegt. So, aber jetzt. Möchte nicht. Schade. So, aber jetzt. Automatik, jenseits von Eden 2, Premium Edition lesen wir hier. Und dann haben wir natürlich noch die zwei Autogrammkarten. Einmal Attila und einmal Rocco. Unterschrieben mit dunkelblauem Marker. Das Ganze in quadratischer Form und hier auf der Rückseite das Jenseits von Eden 2 Logo. Dieses Schweißband in Schwarz und Weiß. Passend wieder das Motiv. Die Halskette, also so eine ganz schlichte Halskette, wie man sie meistens vorfindet. Und hier der Anhänger, Automatik, Jenseits von Eden 2. Das Logo kennen wir bereits. Rückseite blank. Und dann haben wir hier noch ein Trainingsheftchen, da die beiden ja sehr fitnessbegeistert sind und ja auch genau eine Kooperation mit SEC Plus haben. Haben wir hier einfach Übungen, wie zum Beispiel Bankdrücken und die ein oder andere Übung hier drinnen. Ja, nachdem das Ganze auch so klein ist, kann man das natürlich gut in die Hosentasche einstecken und mit ins Fitnessstudio nehmen. Zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trainingsheftchen, diese Halskette, dieser Anhänger, das Schweißband, die beiden Autogrammkarten, beide unterschrieben. Und das Album an sich inklusive der Instrumental-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box, jenseits von Eden 2 von Automatik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Automatik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.